Okay, liebe Leute, im heutigen Video schauen wir uns mal das Swedish Triple Pack von OrbX an. Das Add-on enthält drei schwedische Airports, und zwar Umeå, Kiruna und Scandinavian Mountains. Und das Add-on kostet im OrbX Shop rund 35 Euro. Einen Link haue ich in die Videobeschreibung rein. Und ich habe von OrbX eine kostenlose Testversion bekommen, so dass ich euch die Airports mal zeigen kann. Als Key Features werden hier insbesondere die fotorealistischen Texturen erwähnt. Die basieren alle scheinbar auf Bildern, die an den drei Airporten vor Ort angefertigt wurden. Und das gilt wohl auch für die Bodentexturen. Wenn ich das hier so richtig übersetze in den Infos, die ich bekommen habe, dann sind die Bodentexturen mit einer Auflösung von 7 und 8 cm pro Pixel mit Drohnen nochmal extra geschossen worden. Das sieht auch wirklich sehr, sehr cool aus in den Add-ons hier. Und dann gibt es auch wieder kostenlose GSX-Profile mit dazu. Dann gibt es von OrbX noch zwei ganz wichtige Hinweise zur Kompatibilität. Und zwar muss der Kiruna Airport, der mit dem World-Update von den nordischen Ländern über Asobo hier eingeführt wurde, deinstalliert werden. Und zwar geht ihr in den Inhaltsmanager und gebt hier oben in die Suche ESNQ ein. Und dann sollte der Kiruna Airport von Microsoft auch mit rauskommen. Sollte das so nicht erscheinen, dann kann es sein, dass ihr erstmal in eurer ganz normalen Liste das World Update zu den nordischen Ländern hier aufklappen müsst, hier hinten über ein blaues Feld. Und dann nochmal die Suche eingeben und dann diesen Airport hier einfach deinstallieren. Ja, ich habe das schon gemacht, deshalb steht bei mir jetzt installieren. Sonst gibt es nämlich einen Konflikt mit dem Kiruna Airport hier jetzt aus diesem Swedish Triple Pack. Und wer Navigraph hat, der sollte Navigraph von der Priorität her so einsortieren, dass es unter den Swedish Triple Pack Airports liegt. Sonst könnte es nämlich Abweichungen in den Anflügen geben. Und zwar macht man das über die Optionen, allgemeine Optionen, experimentell mit dem Package Reorder Tool. Das ist einfach komplett falsch übersetzt. Ja, das ist eigentlich ein Sortiertool für die Prioritäten von Add-ons. Hier klickt man auf ein. Und dann solltet ihr Navigraph NavDataBase und Navigraph NavData auf minus 1 setzen. Die befinden sich, wenn ihr hier noch nie drin rumgefummelt habt, in der Regel ganz, ganz unten. Und dann einfach mal kurz auf diesen kleinen Pfeil klicken vor diesen beiden Einträgen und dann werden die auf minus 1 einsortiert. Das heißt, die liegen von der Priorität jetzt unter den ganzen Add-ons, die auf 0 liegen. Ja, und damit werden dann für spezielle Add-ons auch die dazu mitgelieferten Navigationsdaten benutzt und nicht die von Navigraph. Das ist übrigens eine Geschichte, die spielt für einige Add-ons eine Rolle, für Third-Party-Add-ons. Es ist also immer empfehlenswert, Navigraph NavData und Navigraph NavDataBase auf minus 1 zu setzen. Das ist eine generelle Geschichte. Und dann einfach wieder schließen, anwenden und speichern. Es kann sein, dass ihr den Flugsimulator dann auch einmal neu starten müsst. Also ich würde es auf jeden Fall machen. Ja, nochmal neu laden, den Flugsimulator. Und dann sollte das alles klappen. Und ihr findet dann hier auf der Weltkarte in Schweden die drei Airports aus dem Pack. Ja, ungefähr zu einordnen mal. Hier ist Umeå. Hier. Ja. Hier ist Scandinavian Mountains Airport. ESKS. Und hier oben ist Kiruna. Ja, man kann alle drei Airports eigentlich ganz gut auch mit kleinen Flügen verbinden, die nicht allzu lang sind. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal nacheinander die einzelnen Szenerien an. Dann fangen wir mal mit Umeå an. Und wir können schon auf den ersten Blick eigentlich erkennen, dass die Bodentexturen tatsächlich also nicht einfach irgendwelche Standardtexturen sind, sondern dass die wirklich, denke ich mal, vor Ort aufgenommen wurden. Ja, weil sie viel zu unregelmäßig sind. Ne? Hier sind keine großen Wiederholungen drin. Das ist mega cool. Das finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ja, das sieht alles wesentlich realistischer aus, das ganze Vorfeld. Und natürlich auch die Runway dadurch. Und ich habe jetzt kein GSX installiert. Ich habe auch keine Aircrafts irgendwie geladen über KI. Alles, was wir hier sehen, gehört eigentlich mit zum Add-on. Ja, alles, was wir an Fahrzeugen und
Flugzeugen sehen, außer irgendwo meine Cupcraft, da steht irgendwo rum. Das ist das Hauptterminal. Und der Airport ist auch innen drin wieder teilweise modelliert. Ja, mit Menschen auch. Und auch innen drin ist alles sehr detailgetreu gemacht. Sieht mega cool aus. Ist natürlich nicht alles abgebildet, ja, weil ich sag mal so den Sicherheitsbereich und so wird keiner wirklich reinkommen, um da Bilder zu schießen. Deshalb wird man vermutlich einfach nur ja, so öffentliche, zugängliche Bereiche immer abgebildet sehen. Ja, dann schön auch der landseitige Bereich. Ich finde sogar cool, dass auf den Autos sich Schnee bildet, ja, wenn man die Schneetiefe einstellt. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Was ich wirklich cool an der Szenerie finde, ist die Menge an Autos, die auf den Parkplätzen steht. Und es können von mir aus sogar noch mehr Mannequins und Autos immer sein, ja, in den Szenerien. Aber es ist wahrscheinlich immer auch eine Performance-Frage. Habe ich in den anderen Videos auch schon oft erklärt. Der Flugsimulator tut sich halt mit ganz, ganz vielen Objekten einfach unheimlich schwer. Und es gab schon einige Add-ons, die dann teilweise Probleme hatten, irgendwas darzustellen, weil einfach zu viele kleine Objekte vorhanden waren. Aber ich finde das gerade mit diesen Texturen mega cool, ja, diese Bodentexturen, das sieht einfach gleich ganz, ganz anders aus auf so einem Airport, wenn es nicht die Standard, ja, wiederholbaren Bodentexturen sind. Mega geil. Dann haben wir sogar, also das wird ganz kurz in den Notes beworben, ja, ein kleines Saunaboot auf dem Fluss. Das ist eigentlich nicht so was Besonderes, aber es ist halt da. Hier haben wir auch ein paar Bodenfahrzeuge. Ja, die sollen alle auch tatsächlich den Bodenfahrzeugen entsprechen, die dort in Umea am Airport vorhanden sind, ne? Hier laden teilweise die Level of Details erst ein bisschen spät rein. Das kann aber einfach an meinen Kameraeinstellungen liegen. Und dann gibt es hier teilweise richtig kleine Schneehäufchen. Ja, und hier unten die Flugzeuge, die sind alle statisch mit bei, außer halt die kleine Cupcrafter. Das ist das Flugzeug, womit ich mich reingeladen habe. Ja, ist schon eher Hangar hier. Können wir uns mal kurz die Runway angucken. Die ist auch mega cool gemacht durch diese Texturen. Ja, das sieht absolut realistisch aus, ne? Weil es nicht einfach irgendwas, ja, künstlich gemaltes ist. Sieht so schön unregelmäßig aus. Das wirkt gleich ganz, ganz anders. Und da vorne kommt ein bisschen Qualm aus einer kleinen Hütte und das ist ein Saunaboot wohl. Da. Und auf der anderen Seite ist noch ein Einkaufszentrum abgebildet. Wir gehen hier nochmal lang, langsam. Hier, ein paar Hangars. Seenotrettung. Ja, Search and Rescue. Ambulanzflug. Rettungsflug. Post-Nord. Kann ich nur raten, ne? Dass das irgendein Logistikfirma ist. Tankstelle.
Und da vorne haben wir das Einkaufszentrum mit IKEA. Ja, die Geschwindigkeit von der Drohnenkamera ist immer unheimlich schwer zu steuern. Ja, Avion Shopping, IKEA. Auch wieder schön viele Fahrzeuge hier auf dem Parkplatz. Mega cool gemacht. Kann man sogar die Werbung lesen, ja? Krass. Deichmann H&M. Geile Geschichte. Mega cool. Ich liebe solche richtig cool detaillierten Airports, ja. Bei vielen Payway Airports fehlt mir einfach so ein bisschen das ganze ja, Zeug, was so rumsteht, ne? Also die sind zwar von den Gebäuden her und so super abgebildet, auch sehr akkurat, aber es fehlt halt Zeug, was rumsteht. Ja, hier sind ein paar Rettungshubschrauber. Ein Flugzeug in Erwartung oder irgendwas. Schön viele Autos auf den Parkplätzen. Das bringt halt so ein bisschen Leben in die Szenerie, ne? Auch wenn es alles statisch ist, aber ich finde das unheimlich wichtig für die Immersion. Mega cool. Wollen wir mal... Ja, wir gucken mal in die Nacht, wie das im Dunkeln aussieht, von der Beleuchtung her. Bevor wir dann nach Kiruna gehen. Sieht natürlich auch mega cool aus. Kann so richtig schön reingucken, ja, jetzt im Dunkeln. Ach, die Kamera stellt sich immer schräg, ne? Zack, jetzt sind sie wieder gerade. Willkommen, Till Umea. Hier ist der Ankunftsbereich. Mega cool. Dann hoppen wir mal nach Kiruna rüber und schauen uns den Airport an. So, das ist jetzt Kiruna. Ja, auch hier sehen wir wieder sofort, dass die Bodentexturen keine Standardtexturen sind, ja, sondern dass das scheinbar wirklich alles vor Ort aufgenommen wurde. Ja, schön die Risse, ja, ist einfach nur mega cool. Das macht so viel aus, finde ich. Ja, auch hier auf der Runway wieder. Eine richtig schöne alte Piste mit ganz vielen Rissen. Das ist mega cool. Ich glaube, so extrem habe ich das noch in keinem Add-on gesehen. Aber ich habe auch nicht so viel Flugzeug-Add-ons. Ja. Aber das hier, das gefällt mir wirklich. Das ist ja mega geil. Herrlich, herrlich, herrlich. Einfach nur cool. So, dann gucken wir uns mal die Gebäude an. Auch hier ist der Terminal innen drin. Ein bisschen modelliert, bin ich der Meinung. Ich hatte gestern mal kurz reingeguckt. Aber da ich nicht mehr der Jüngste bin, vergesse ich auch mal ganz schnell wieder irgendwelche Sachen. Aber ich bin der Meinung, das war hier. Hier ist wieder die Ankunft. Hier haben wir schön eine Tafel mit den Temperaturen. Und irgendwo muss eine Tafel sein, auch nochmal mit der Zeit. Das steht so in den Infos drin, die ich so bekommen habe. Hier ist die Ankunft. Don't walk under wing.
Kamera mal wieder gerade machen. Ja, auch hier sind vermutlich nicht alle Bereiche abgebildet, ne, sondern nur das so, wo man öffentlich oder als Passagier hinkommt. Alles andere ist natürlich klar. Schöner kleiner regionaler Airport. Landseite, Parkplatz. Ich glaube, da sind auch so Saunahütten da hinten, oder? Keine Ahnung. Das sieht doch auch fast wie eine Saunahütte aus. Dog Sledge. Ach, Hunde. Parkplatz für Hundeschlitten. Keine Sauna, das ist ein Parkplatz für Hundeschlitten. Das ist ja auch geil. Also wer das Schild mal sieht mit der Zeitanzeige, der kann mir das mal in die Kommentare schreiben, weil ich habe das gestern auch nicht gefunden. Tower. Oh, der ist sogar besetzt. Hahaha, das ist ja geil. Der ist ja richtig cool. Der ist sogar besetzt. Es kann auch sein, dass es nur dieses eine Schild gibt hier mit der Temperatur, dass das dann ab und zu die Zeit anzeigt und ab und zu die Temperatur, also dass das irgendwie switcht. Ah, siehst du, so ist es nämlich. Jetzt habe ich es gesehen. Da stand nämlich kurz die Zeit und dann kommt ab und zu einfach die Temperatur. Okay, dann gibt es nur dieses eine. Ja, hab da nie lange genug drauf geguckt. Hier hinten ist eine Werkstatt. So würde ich das zumindest übersetzen. Ja, auch hier wieder schön Bodenfahrzeuge. Ein paar statische Flugzeuge vor den Werkstatthallen. Ja. Luftfahrtswerket. Ah, ich würde sagen, das ist irgendein Wartungshangar oder eine Werkstatt oder sowas. Arena Arctica. Herrlich, herrlich, herrlich. Ach, das ist bestimmt so ein Feuerlösch, also für die Übung, ne? für die Flughafenfeuerwehr, so ein Rumpf. Gab es hier in Schönefeld früher auch, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Mega cool. Ja, herrlich. Dann würde ich sagen, schauen wir uns den auch mal ganz kurz im Dunkeln an und dann gehen wir rüber in den Mountains Airport. Ja, ist auch sehr schön gemacht, ne? Sieht sehr stimmig aus. Passt. Ja, hier haben wir jetzt den Scandinavian Mountain Airport. Und auch hier, ja, gefallen mir wieder insbesondere die Bodentexturen. Das sieht absolut realistisch und authentisch aus und finde ich mega cool. Ja, wieder eine ganze Menge Objekte, die rumstehen. Kleines Flugzeug da hinten noch. Ja, wir können auch hier wieder reingucken. Das
Ist jetzt am Tag natürlich nicht ganz so deutlich wie in der Nacht. Ja, wir können ja reingucken in den Terminal. Wir können auch reingehen. Das ist sogar alles Bonus für mich, ja, wenn der Terminal von innen abgebildet ist. Das ist mir gar nicht so sehr wichtig. Ist mega, mega cool. Aber das ist was, worauf ich persönlich zum Beispiel gar nicht so einen großen Wert lege. Ja, ich finde es wichtiger, dass es draußen alles passt. Gerade was so Kleinkram angeht, der so rumsteht einfach, ne? Also es muss sich nicht mehr so viel bewegen. Es kann ruhig viel statisch sein, denn bewegende Objekte kosten unheimlich viel FPS. Ja, aber so schön viel Zeug, was einfach rumsteht. Ja, da Kartons, Mülltonne, Streusalz und halt sau geile Texturen, sogar so mit ein bisschen, ne, diese Feuchtigkeit von den Texturen, ja, also diese Feuchtigkeit auf dem Vorfeld, die kommt von den Texturen. Es ist jetzt gar nicht mal so, dass ich irgendwie ein Regenwetter anhatte oder sowas. Das war dann einfach, als die Bilder geschossen wurden, so. Ja. Hier Farbkleckse. Es ist einfach. Einfach geil. So muss das sein. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich geil. Ja, die Flugzeugmodelle sind ein bisschen zu glänzend, glaube ich, ne? Oder da liegt jetzt auch Schnee drauf. Das kann auch sein. Hier darf man aber nicht vergessen, dass, glaube ich, Flugzeugmodelle für Szenerien, dass sich die einige Entwickler einfach in einer Lizenz holen irgendwo. Weil wenn man die auch noch alle selber machen würde. Oh mein Gott. Ah, Treibstofftruck, mega cool. Ah, hier stehen ein paar Leute rum, auch geil. Toyota. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Und auch hier die Runway. Mega geil. So geil. Ach, die Kamera. Warum stellt die sich immer schräg? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Man dreht eigentlich nur links, rechts, aber irgendwie kommt da dann irgendwann ein Tilt rein. Einfach mega cool. Auch die Übergänge, ne? Dann hier so schön in den Wald rein und so. Schön mit so ein paar Gräben und Schneehügelchen. Kann ich aber nicht mal genau sagen, ob das von der Szenerie kommt oder ob das standardmäßig hier sogar in der Welt drin ist. Aber so dieses Relief, ne? Also, dass es so wellig ist, das ist mir bisher selten irgendwo aufgefallen. Ja, richtig so, ne? Seht ihr das? Wird im Video vielleicht gar nicht so rüberkommen, ja? Aber das ist hier wirklich sehr, sehr uneben ist der Boden. Das ist mir bisher wirklich in keiner Szenerie so aufgefallen. Das macht's unheimlich realistisch. Landseite, schöner Parkplatz wieder. Scandinavian Mountains Airport. Können wir auch wieder schön reingucken. Herrlich. Räumfahrzeuge. Dann gucken wir auch hier mal ganz kurz im Dunkeln, denke ich mal. Zack. Ja, sieht auch wieder absolut passend und stimmig aus.
Kamera ist wieder getiltet. Wo ist denn hier eigentlich der Tower? Habe ich den jetzt übersehen? Gut, liebe Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Ich persönlich finde die drei Airports sehr, sehr schön. Sie sind mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht und haben auch eine hochwertige Qualität in meinen Augen. Mir gefallen insbesondere wirklich die fotorealistischen Bodentexturen. Das finde ich mega, mega cool und das trägt unheimlich zur Immersion bei. Den Preis von rund 35 Euro finde ich verglichen am Markt für drei Airports auch angemessen. Und den Link, falls ihr euch das kaufen wollt, den haue ich in die Videobeschreibung rein. Und nochmal ein großes Dankeschön an OrbX, dass ich eine kostenlose Version bekommen habe, um die Geschichte hier mal in einem Video vorzustellen. Am Ende wie immer der Hinweis auf unseren JD Community Discord Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen mehrere tausend Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Tech-Support-Kanäle. Und ich kann euch nur wie immer anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt dort zu uns auf den Discord. Man kann in meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten so ein bisschen austauschen, rumchatten oder unsere Voice-Kanäle nutzen. Den Link zum Discord findet ihr auf meiner YouTube-Seite bzw. auch unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch für mal einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.